Hallo, willkommen zum Einführungsvideo über Strecke, Strahl und Gerade. Damit du mit diesem Video arbeiten kannst, benötigst du ein Lineal. Es muss kein Geodreieck sein, sondern zunächst mal nur ein Lineal. Du brauchst auch ein Blatt Papier, am besten ein weißes, ein leeres Papier ohne karierten Muster und einen gespitzten Bleistift. Ich werde in diesem Video über die Unterschiede zwischen einer Strecke, einem Strahl und einer Geraden sprechen und darüber, wie man diese einzelnen konstruieren kann. Beginnen wir mit der Strecke. Und dafür besuchen wir Adalbert und Erika, die in diesen beiden Häusern wohnen. Wenn nun Adalbert Erika besuchen möchte, also von seinem Haus zu seiner Tür zu ihrer Tür gehen möchte, geht Adalbert am liebsten den Fluss entlang. Es ist ein Weg, den er sehr gut kennt und den er sehr gerne mag. Heute aber ist Adalbert im Stress und beschließt, so schnell wie möglich zu Erika zu kommen, als nur irgend möglich. Und deswegen nimmt Adalbert heute die Straße, die direkt von seiner Haustüre zu ihrer führt, ohne irgendeine Abbiegung, ganz gerade. Und genau dann sprechen wir von einer Strecke, weil es die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist. Wenn wir das also jetzt konstruieren wollen, dann brauchen wir zunächst einmal zwei Punkte, einen Anfangs- und einen Endpunkt. Oder in unserem Fall den Punkt A, den man auch gut als Adalberts Haus bezeichnen kann, und den Punkt E, der im Endeffekt Erikas Haus repräsentiert. Und um eine Strecke zu zeichnen, möchten wir jetzt also eine Verbindung zwischen den beiden Punkten herstellen, aber nicht irgendeine, sondern die kürzest mögliche Verbindung. Ohne Umwegen, ohne Kurven, geradeaus, beginnend beim Punkt A und endend bei Punkt E. Diese zeichnen wir mit einem Lineal, damit diese Strecke ganz gerade wird. Und dann haben wir sie, unsere Strecke. Genau, dieser können wir auch einen Namen geben. In dem Fall habe ich mich für das kleine W entschieden, weil es im Endeffekt der Weg von Adalberts zu Erikas Haus ist. Aber es ist ganz wichtig, dass wir im Endeffekt Punkte haben, die einen Großbuchstaben besitzen und die Strecke haben, die einen kleinen Buchstaben als Namensgebung besitzt. Wichtig dabei ist, sie sind frei zu wählen. Man könnte den ersten Punkt auch P, den zweiten auch Q nennen oder A und B. Das ist ganz deiner eigenen Fantasie überlassen. Wie soeben erwähnt, ist eben das Wichtigste bei einer Strecke, dass es einen Anfangs- und einen Endpunkt gibt. Aber jetzt stelle ich dir die Frage, was passiert, wenn es nicht zwei Punkte gibt, sondern nur einen Punkt, einen Ausgangspunkt? Wie würden wir dann vorangehen? Und dafür besuchen wir eine Person namens Alex. Alex hat gehört, dass der Polarstern immer im Norden steht, egal wie nahe man sich zu ihm bewegt. Und Alex möchte diesem Phänomen nachgehen. Es gibt sicher einen Ort, wo das nicht stimmt, denkt sich Alex und beschließt, den kürzestmöglichen Weg immer geradeaus nach Norden zu gehen. Alex fängt zu Hause an und geht los. Und geht. Aber der Nordstern ist immer noch nördlich. Und Alex wird müde. Es ist offenbar egal, wie weit ich gehe, der Stern wird immer nördlich sein. Ich könnte beliebig weit gehen und nicht ankommen. Es gibt irgendwie kein Ziel, aber immerhin weiß ich, wo ich hergekommen bin. Danach dreht Alex um und am Ende ist Alex wieder am Anfangspunkt, nämlich zu Hause. Und somit ist das Wichtigste vom Strahl zusammengefasst. Wir gehen von einem Punkt aus und gehen beliebig lang in eine Richtung. Wir haben aber keinen Punkt mehr, mit dem wir uns eine Grenze setzen, sondern wir gehen immer weiter. Wie konstruiere ich jetzt einen Strahl? Ich beginne wieder mit einem Anfangspunkt oder einem Repräsentanten für das Haus von Alex, mit einem Punkt A. Und von diesem Punkt zeichne ich jetzt also eine Linie in eine gewisse Richtung, wie wieder wichtig ist, eine gerade Linie, und diese ziehe ich so weit, bis mein Papier aufhört. Und genau das ist ein Strahl. Ich habe einen Punkt und ich gehe in eine Richtung, so weit, wie ich nur kann. Das kann ich auch wieder benennen. In diesem Fall benenne ich es mit einem N, weil wir Richtung Norden gegangen sind. Und was jetzt auch wichtig ist, ich könnte stattdessen auch des Weiteren
kann ich auch, wenn ich jetzt noch einen Strahl konstruieren möchte, dieses Mal beginne ich mit dem Punkt B, kann ich auch von diesem einen Strahl zeichnen und ich kann auch nur so weit zeichnen, bis mir das Lineal ausgeht, solange ich einfach keinen Punkt habe, den ich am Ende fixiere. Auch das wäre schon ein Strahl. Als letztes sprechen wir über die Gerade. Bevor wir jetzt zur Gerade kommen, wiederholen wir noch einmal ganz kurz, was wir schon gemacht haben, dann wird die Gerade kinderleicht sein. Wir beginnen wieder mit der Strecke, wo wir einen Anfangspunkt A und einen Endpunkt E besitzen. Und diese beiden verbinden wir mit einer geraden Linie, wodurch wir eine Strecke erhalten. Sie ist begrenzt durch einen Anfangspunkt und einen Endpunkt. Als Erweiterung zu diesem haben wir jetzt den Strahl, wo wir nur einen fixen Punkt A haben und diesen in eine Richtung beliebig verlängern, soweit wir möchten. Ich werde auch noch der Strecke den Namen W geben, den Strahl wieder N nennen, wie wir es im vorherigen Beispiel gesehen haben. Wir haben bei der Strecke zwei Punkte, von denen wir ausgehen, vom Strahl nur noch einen. Und jetzt werden wir das nochmal erweitern und sagen, was passiert jetzt, wenn ich auch in die andere Richtung beliebig weit gehe? Also nicht nur noch in die eine Richtung, sondern in die andere Richtung. Und genau das werden wir jetzt probieren. Und das ist dann eine Gerade. Ich zeichne einfach eine Linie ohne Anfangs- und Endpunkt. Ich benenne nicht zuerst noch die Gerade G. Und dann kann ich sagen, dass zum Beispiel hier ein gewisser Punkt P liegt. Oder hier ein gewisser Punkt Q liegt. Und ich habe jetzt auf der linken Seite neben P zum Beispiel auch einen Strahl, der von diesem Punkt ausgeht, der auf der Gerade liegt. Das Wichtige ist aber, die Gerade geht weiter. Die Gerade hört nicht auf bei Punkt P oder Q, sondern geht durch. Allerdings bilden P und Q gemeinsam eine Strecke dazwischen. Das ist eine messbare Strecke, weil wir einen Anfangs- und einen Endpunkt haben. Wenn wir jetzt aber von P in eine der beiden Richtungen beliebig verlängern, haben wir einen Strahl. Selbiges gilt auch für Q. Nur das Wichtige ist, dass eine Gerade ist es erst dann, wenn wir in beide Richtungen beliebig weit gehen können und keinen Punkt haben, von dem wir ausgehen oder an dem wir enden.